Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beanstalk. Ich dachte mir, machen wir heute mal wieder ein Szenario, und zwar ein neues, und zwar Tanker Delivery. Deliver a tank to a trailer to the garage. Deliver a tanker trailer to the garage in town. So, da vorne rechts sehen wir schon unseren Anhänger, den sollen wir aufnehmen und zur Garage bringen. Ich weiß nicht, wie weit das ist oder ob es irgendeine Challenge auf dem Weg gibt. Also ob irgendwas passiert oder ob wir jetzt einfach nur fahren. Beziehungsweise ich denke, es wird vielleicht Manövrierschwierigkeiten geben, weil das ist jetzt nicht gerade die breiteste Straße. So, wollen wir aber erstmal den wunderbaren Trailer an uns reißen. Das klappt, oder? L war es. Nein, das ist nicht L, das ist L. So, komm, ein bisschen. Sind wir... Oh, wir sind ein bisschen daneben. So, da haben wir es. Fast. Komm. Ich habe genug ATS gespielt, ich muss das können. Ja, das Problem ist, wir kommen irgendwie gerade nicht richtig ran. Komm mal mit. Ah, doch, wir hängen. Wir sind dran. Wir haben nur unsere Handbremse. Der unsere... Was ist los? Okay, das wollte jetzt irgendwie nicht ganz so, wie es sollte. Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht ging. Versuchen wir es nochmal. So, hier rum, um die Tankstelle. Hier hin. So. Ah, ich hasse diese Handbremse. Diese neue automatische, mit der komme ich gar nicht klar. So. L. Nach vorne. Sind wir gekappelt? Ist er schon wieder daneben, oder was? Ei. 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 So. Jetzt sind wir gekoppelt. Danke. Oh Gott, da kommen wir schon die ersten Manövrierungen. Oh Gott, das fängt ja schon mal gut. Oh Gott. Oh, ja, alles gut. Alles gut. Das ist nur hochexplosives Dinger, die wir transportieren. Also vertraut mir, ich kann das. Aha, schön weit die Kurven nehmen. Ich habe keinen Blick auf unseren Tank. Danke. So, wunderbar. Als wäre nie was gewesen. Mit nur leichten Beschädigungen am Fahrzeug fahren wir hier die idyllische Straße durch den Wald. Bei unserem riesen LKW. So, da, da, da. Oh Gott, nicht nach hinten gucken, bitte. Danke. So. Okay, wir haben jetzt hier momentan noch nicht viel. Hier ist die Chase gewesen, cool. Aufpassen sollte man vielleicht, dass wir nicht zu schnell in die Kurven fahren. Was hier fast passiert wäre. Zum Glück habe ich da antizipiert, habe ich da. So. Okay, fahren wir hier aber mal geradeaus. 23 Checkpoints sind, wir sind jetzt beim 6. Ah, ich dachte, wir müssen jetzt hier irgendwo links rein. Es geht nur um eine Kurve. Da, 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 da. Bisschen holprig, der Wagen. Okay, jetzt haben wir den nächste Manövriernadelöhr. Werden wir schön. Ach, nö, es geht eigentlich. Das geht ganz locker. Wir tun mal so, als wären wir Engländer oder Australier oder Japaner oder irgendwas, was links fährt. So, perfekt. Hier rum. Brech noch irgendwie Mafiosis, die auf uns schießen. Dann wäre das. Okay, geht's jetzt rechts rein? Oh, nee, ich dachte, jetzt geht's an so ein. Also, ich glaube, es ist kein aufregendes Szenario, gebe ich zu. Aber ich kann nicht sagen, wir machen bald mal wieder einen Autoturm. Das hat man länger nicht gemacht und ich dachte, komm, das wird mal wieder Zeit. Das ist eigentlich immer ganz. Nein, nein, wir retten das noch. Okay, wir retten das. Nein, wir retten das nicht. Oh Gott, wir sind sowas von tot. Also tot nicht, aber. Das ist nicht so freundlich. Okay. Merke, fahr niemals zu schnell um eine Kurve, wenn du einen Anhänger hast. Ist logisch, wusste ich auch, aber ich habe nicht dran gedacht. Klick. Werden wir einfach mal wechseln. Und nehmen wir uns irgendeinen schicken Wagen. Nehmen wir uns den Lamborghini Diablo. Kuntash, sag ich doch. Kuntash, komm her. Der zum Glück gar nicht laut ist. Stage 2 Twin Turbo 4-Wheeled. Oh, slammed. Oh, slammed hört sich gut an. Schön weit runter. Der ist echt slammed. Weg mit der Bremse. So, okay. Ach, der hat sogar vorne extra den Frontbumper abgemacht, damit wir tiefer können. So, natürlich ja, ein bisschen holprig hier drin. Beim Lamborghini. So, okay.
aufpassen, Rechtskurve. Wow, Exhaust Brackets, okay. Aufpassen. Oh, wir haben unseren Lamborghini geschrottet. Mist. Edeka 800. Nehmen wir mal Beamcar. Nehmen wir uns hier schon den Rentalwagen. So, aber... Oh ne, der hat auch vorne den anderen. Warte, weißt du was? Was wir machen, ist, wir nehmen hier die Varianten von dem. Das war ja mal auch eine Mod, die wir runtergeladen haben. Hier, die sieht doch gut aus. All-Wheel Touring mit der 6-Zylinder Engine. So. Einen schicken, normalen. Nicht als... Kombi ist es nicht, oder? Wie, oh Gott, wie heißt es? Keine Ahnung. Station Wagon Teil. Ich will aber einen anderen Motor bitte drin haben. Darauf bestehe ich dann doch. Engine. Ich will keine andere Engine. Wir können keinen anderen Motor einbauen. Das ist irgendwie blöd. Und ich bin zu blöd zu finden. Ich bin, glaube ich, nicht zu blöd zu finden. Wir können einfach keine. Okay, naja, fahren wir unser V6 Touring Modell mal hier entlang. Wir haben gar keinen Motor drin. Das erklärt, warum wir keinen Motor wechseln können. Könnte was mit der Sache zu tun haben. Naja, TD Sport Plus. In Solar Yellow. So. Okay, jetzt sollten wir aber einen Motor hoffentlich drin haben. Wunderbar. Ich weiß nicht, was für ein... Aua. Nochmal rüberkommen, weil wir es können. Aua. Okay. So. Jetzt haben wir ein wunderschönes, haben wir unseren, ja, schön, wir haben unsere Karte. Wollen wir mal losfahren. Okay. Turbos und alles sind drin. Okay, aufpassen mit der Kurve, danke. Und wollen wir mal gucken, wie weit wir hier diesen, wie gut wir den Wagen hier ausfahren können. Aufpassen, das wird unangenehm. Okay, super angenehm, als ich dachte. Handbremse. Komm. Ach, nee, da fehlt uns ein bisschen die PS dafür. Ich bin die kleine Nebenstraße da. Ich muss bald mal die Handbremse umstellen. So, die Nebenstraße hier rechts, die wir auf der Karte gesehen haben. Die ist doch ganz schick. Hier entlang. Oh, ich freue mich wieder mal auf Multiplayer, wenn ich das hier so sehe. Stehe ich mal vor den Verfolgungsjagden hier durch. Das wäre schon geil. Okay, die sah auf der Karte eben kleiner aus, die Straße. Weil hier links. Ah. Okay, Handbremse kannst loslassen, danke. Zurück. Und hier links rein. So, okay. 60 Meilen. Also schon ordentlich schnell. Denkt dran, hier haben wir unsere Geschwindigkeit hier unten rechts. 60, 80, 100. Am Spawnpunkt vorbei. Hier rein. Ja, und es fährt sich natürlich ganz locker hier mit dem Modell, weil der einfach nicht so stark motorisiert ist. Und selbst wenn ich hier gefühlt viel zu schnell in die Kurve reinfahre, schaffen wir es da immer noch ganz locker raus. Da wollte ich rein. Drehen wir einmal um. Danke. So, hier hoch, dann aber gleich wieder rechts runter. So. Danke. Gleich wieder rechts runter. Oh, aufpassen, da macht nichts ein bisschen runter. Und geradeaus. Runter zum Meer. Okay, bremsen, da kommen wir sehr schnell runter. Boah, aber der fährt sich gut. Der vergibt viel. Wenn man viel zu schnell in eine Kurve reinfährt, schafft es der trotzdem einen rauszuhauen. Also man kann sie selber noch sehr gut raushauen. Ohne elendig an einem Baum zu sterben. SDN, man fährt so schnell rein. Okay. In dem Fall kann man immer noch doch sehr elendig sterben. Wobei der Wagen sehr gut standgehalten hat. Ich meine, wir sind ziemlich ordentlich schnell gefahren. Okay, das meiste hat wahrscheinlich hier die Front abbekommen. Wie sind wir denn überhaupt? Gucken wir mal die Spuren an. Ah, wo haben wir denn die Spuren? Okay, wir sind hier rein, also wir dagegen geknallt. Hier rüber und dann, keine Ahnung, dagegen oder so. Ach, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall sehen wir hier wunderschönen Wassereinfluss. Das wäre so cool, würden die Dings haben, dass man das manuell schalten könnte. Boah, das ist geil. Auf jeden Fall, ich denke, wir genießen hier unser kühles, erfrischendes Bad im Atlantik.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe es gefallen hat, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. IGCG. Ciao.